Verfassungsänderung in der Türkei. Meinungsforscher sehen einen knappen Vorsprung für Erdogan. Nachdem die Gegner in Umfragen zeitweise führten, liegen momentan die Anhänger der Verfassungsänderung vorn. Nach einer Umfrage des Instituts Gezici wollen am Sonntag 51,3% der Wahlberechtigten für die Verfassungsreform stimmen und 48,7% dagegen. Zünglein an der Waage sind die Unentschlossenen. Wenn wir diese unentschiedenen Wähler gleichermaßen auf die Ja- und Nein-Stimmen verteilen, sehen wir Ja gewinnen mit 51,3%. Sollten aber die Unentschlossenen gar nicht wählen, dann würde das Nein-Lager bei der Abstimmung führen. Präsident Erdogan scharrt seine Anhänger hinter sich, aber das Land ist gespalten. Es herrscht die Ruhe des Ausnahmezustandes. Eine OSZE-Delegation beobachtet den Wahlkampf in der Türkei, an dem tausende inhaftierte Politiker oder Parteifunktionäre nicht teilnehmen können. Polizei und Justiz, Verwaltung und Medien üben Druck aus auf die Opposition. Trotzdem ist der Abstand zwischen Ja und Nein so klein, dass kein Meinungsforscher sicher sein kann, wie das Referendum am 16. April ausgehen wird.